Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Naruto Uzumaki Chronicles 2. Ja, wir machen weiter mit der Story. Naruto, perfect timing. We found where the bandits are hiding out. Really? It's not hard to tail a bunch of thieves lugging around a giant orb. They seem to be waiting for the Shirogane clan to meet up with them. We have to snag the orb before things get really messy. You three other team, head out as soon as preparations are complete. I'll lead you to the place. Try not to slow me down though, okay? Back at you, pal! Damit ist unser Vorhaben klar. Wir müssen die Kugel finden. Diese Geisterkugel, die die Banditen gefunden haben, damit der Shirogane-Clan oder Clan, wie auch immer, nicht auf die dumme Gedanken kommt, sie ja, zu bekommen. Weil das ist unser Job. Habe ich noch was zu kaufen? Das ist wieder, wie gesagt, auch sehr lange her. Ne, ich habe nichts mehr zu kaufen. Jetzt kann ich eigentlich die Skillfelder. Okay, da brauchen wir noch einiges. Nur noch die Skillfelder erweitern und dann bin ich eigentlich fertig. So, Levelaufstieg mache ich jetzt nicht, weil ich darauf hoffe, dass ich das letzten Part gemacht habe. Mechanik fort. So, du willst Pause mal? Komm her. Na, wo bist du denn? Moment mal, wie kann ich ihn anvisieren? Das ist nicht mein. Ah, so. Okay. Ich bin wieder drin, Leute. Alter. Hier, aufs Maul. Ich verschone dich nicht, nur weil du eine Frau bist. Du hältst bestimmt nur... Ah, zwei Schläge. So, komm, weiter geht's. Ja, ich hab's ja, glaube ich, schon mal gesagt, denn wenn man das zum ersten Mal spielt, kann das schon ziemlich stressig sein. Jedenfalls von meiner Sicht her, weil diese Zufallskämpfe, die gehen wirklich irgendwann einen tierisch auf den Sack. Aber wenn man es ein paar Mal durchgespielt hat, dann geht's, weil die Charaktere auch dementsprechend gelevelt sind. Und, ja. Alter, jetzt steh mal auf. Naruto. Gegenstände brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Aber naja. So, alles her damit. 80 Tugend. Ich will mehr Tugend. Gib mir Tugend. So, Einzugheitskampf kommt noch. Oder auch nicht. Betreten wir das vor. Things been going? Not much to speak of. They haven't carried out the orb yet. All right. If we're going in, we should do it now. I'll keep surveying the area. Don't mess things up on your end. I don't need any advice from you, okay? So this is the place where the bandits are holed up, huh? Yeah, it threw me for a loop when I saw it too.
Why? What's the big deal? This fortress was abandoned during the Great War and fell into ruin. Well, it looks like it's more than just ruins now. Whatever, let's get going already! What's wrong? I think we're in for a warm welcome. We're getting back that spirit orb! Come on, let's do it! Das Begrüßungskomitee kommt. Ist ja nicht so, dass ich damit nicht fertig werden würde. Ja, kommt her. Wer wäre als erstes? Du? Alter. Wenn hier jemand Schläge austeilt, dann bin ich das. Ja, oh, Alter. Ist nur gut, dass ich so gut gelevelt bin, dass sie mir nicht so viel abziehen, weil am Anfang, also zum ersten Mal durchspielen, also haben die mir schon ordentlich zugesetzt. Das war auch einer meiner Hasslevel, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier, 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 frisst das. Hier, komm her. Los, meine Schattendoppelgänger. Hier, hier, hier. For an attack. Hey, what a bunch of fools. We've got this in the bag. Just wait, you bandits! Ah, ja. Ne, die Leiter können wir nicht benutzen. Falls jetzt noch irgendwie in die Kommentare kommen, kann ich da keine Leitern hochklettern? Nein, kann ich nicht. Das ist in diesem Spiel einfach nicht möglich. Weil das muss Naruto erst noch lernen. Kankuro weiß ich nicht, ob ich den euch schon gezeigt habe vom Kampfsystem her. Aber wie gesagt, für Kankuro, der kommt nochmal vor bei einem bestimmten Bosskampf. Und da brauche ich den auch als wichtigen Charakter, sage ich jetzt mal. Weil bestimmte Charaktere kommen öfters, wie gesagt, vor und da haben wir noch genug Zeit, die mal auszuprobieren. Deswegen hoffe ich natürlich auf euer Verständnis. Alter. Nein. Erstmal noch die Tugend holen hier. Weg mit euch hier. Oh, Alter, das wird wieder ein richtig geiles Level-Up. Wir werden hier übrigens auch in der Festung wieder jede Menge Kisten finden, die unsere Statuswerte, sage ich jetzt mal, erhöhen von Chakra und all so möglichen Kram. Obwohl wir Chakra nicht brauchen, da ich ja das Item habe, unendlich Chakra. Da braucht man eigentlich Chakra nicht mehr zu skillen, aber ich mache es ja trotzdem und die Schriftrollen, die ich trotzdem finde, mit die dann Chakra erhöhen, ja, das gebe ich halt trotzdem, wer weiß, vielleicht gegen Ende, dass ich dann nochmal irgendwie die Skillfelder nochmal neu verteile, bei Naruto gerade, aber das muss ich erstmal abwarten.
Na hier, komm her. Mit deinem Schwertchen hier wirst du nichts erreichen. Alter. Ey, du lebst ja immer noch. Alter, hier. Haut drauf, ey. Gib mir meine Tugend. Ah, was soll jetzt kommen? Das reicht hier aber auch. Glaubt ihr, wo wir hier sind? Im Kindergarten oder was? Hier wird ernsthaft gezockt. Let's play, Alter. Na komm, lass was fallen. Ach, da lebt ja immer noch jemand. Du hier, willst du dich verstecken oder was? So. Ja, kommen hier noch mehr. Ich glaube, die spawnen unendlich. Ah, wir haben noch genug Zeit. Und das ist nämlich das Geile dran hier an diesem Spiel, dass die Kapitel auch, wie gesagt, nicht so lange gehen. Weil es werden später zwar noch Kämpfe kommen, wo ich nämlich sage, okay, die sind unnötig, da müssen wir eigentlich nicht kämpfen. Und, ja. So, was haben wir hier? Hier haben wir eh bestimmt noch Chakra drin, aber ich öffne die trotzdem, weil ich es kann. Wie es aussieht, haben die hier irgendwelche Kartenspiele gespielt. Ja, nur schade, dass wir nämlich gestört haben. Geweih, das lässt sich gut verkaufen. Aber leider ein Geweih alleine bringt, glaube ich, nur 5000 oder nur 1000. Da wäre mir was anderes doch lieber. Goldbarren, Silberbarren, die sind wesentlich mehr wert. So, dann lass mal gucken hier. Die Dinger machen wir mal platt. Gucken uns erstmal hier um. Ich weiß zwar schon, was wir machen müssen, aber trotzdem. Ah gut, hier kommen wir hoch. Aber jetzt müssen wir erstmal was prüfen. Ich glaube, das erste ist hier. Sammelt euch nach der Patrouille im hinteren Zimmer und sichert die Geisterkugel. Dafür müsst ihr das Pendel stoppen. Und was haben wir hier stehen? Zum Schutz gegen feindliche Eindringlinge bleibt die Tür bis zur Patrouille um 6 Uhr geschlossen. Seid vorsichtig. 6 Uhr also. Aha. Also stellen wir die Uhr auf 6 Uhr. Damit die endlich die Tür öffnen. Und wir rein dürfen. Hätten ja einen Türsteher draußen stehen lassen können, der immer sagt, hier kommst du nicht rein. So. So, 6 Uhr. So, wer will ein paar auf die Nuss? Glaubt ihr, ihr wollt ein paar auf die Schnauze? Alter. Komm her, du. Na komm, sammel auf. Noch mehr, noch mehr. Ich habe für jeden was. Schläge muss es geben. So. Wie gesagt, für die Leute, die nämlich sagen, hier, warum spielst du nicht mal die anderen? Ich kann die anderen, wie gesagt, auch nochmal in einem separaten Video dann nochmal spielen, wenn ich es hier in den Kampagne nicht mache, weil Naruto ganz einfach hier enorm gelevelt ist. Und ja. So, was haben wir hier? Die Tür wird nach der Patrouille für 2 Stunden offen bleiben. Benutzt die Geräte im Inneren, um das Pendel zu stoppen und in den Raum mit der Kugel zu gelangen. 2 Stunden. Ich glaube, ich habe die Lösung.
Aber die leben nicht schlecht, muss ich sagen, hier. Zwar ein bisschen Eis runtergekommen, aber trotzdem. Jetzt kriege ich andauernd eine Nachricht nach der anderen. Die müssen jetzt warten momentan. So, 2 Stunden. Tut sich nichts. Okay, dann noch 1 Stunde. Stand ja da 2 Stunden, aber trotzdem vorsichtshalber. Okay. Richtig. So. Ach, schon wieder welche gespawnt. Aber na gut. Ach ne, die sind wahrscheinlich aus dem Raum rausgekommen. Na, immerhin Geld. Geld ist immer gut. Geld regiert die Welt. Ne? So. Was haben wir hier? Ah, geil. Man muss einfach, glaube ich, nur das Richtige rausfinden, was das nämlich stoppen tut. Alle anderen sind Attrappen. Und ja. Alter, ihr wollt immer noch. Na komm, steh auf hier. Schade, dass man die auch wirklich treffen muss mit so einer scheiß Blitzbombe, ey. Das ist, ich hätte lieber Kunai oder Shuriken. Die machen wesentlich mehr Schaden. So. Ich glaube, hier dieser Part wird der erste sein mit 30 Minuten. Da nehme ich, es noch ein bisschen was auf uns zukommt. Alter. Okay, wir dürfen uns von den Schwachköpfen nicht aufhalten lassen. Also das hatte ich jetzt nicht mehr im Sinne, dass das dann wieder weiter pendelt. Naja, was soll's. Schade, dass man die Apparaturen einfach nicht zerstören kann. Ja komm, das brauchst du mir jetzt nicht zeigen. Nichts wie raus hier. So. Frag mich nicht, wie lange das LP noch geht. Wie gesagt, es geht relativ fix. Weil. Deswegen habe ich sie auch angefangen. So, wir sind durch. Hier kann man es dann wieder anhalten. So. Wir speichern vorsichtshalber ab. Nein, 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 Leute, der Part ist noch nicht vorbei. So, weiter geht's. Jetzt geht's in den Inneren. So, ich werde auf die Kämpfe jetzt hier pfeifen. Ich werde jetzt nur noch gucken, ob wir hier irgendwelche Truhen finden. Beziehungsweise Kisten, um die zu öffnen. Weil die hier spawnen, glaube ich, sowieso immer wieder. Es bringt nichts. Natürlich ist gut fürs Leveln, aber so nötig haben wir es jetzt auch wieder nicht. Da ja Naruto die meisten, ich sag mal, Erfahrungspunkte kriegt. Das hier ist auch wirklich eine scheiß Stelle, für
sagt schon, für wenn man das Spiel zu zweit zocken tut, weil die Kamera lässt sich nicht justieren und das ist immer so ein Nachteil. So, ich gehe erstmal hier rüber. Es kann ja sein, dass hier wirklich noch was sein sollte. Da drüben ist auch nichts. Wir folgen einfach der Markierung. Weil die bringt uns zum Ziel. Wenn das Laden nur mal ein bisschen schneller gehen würde. So, wo sind wir jetzt? Da drüben haben wir eine Kiste. Da unten auch eine. Tatsache, da unten ist auch eine. Wir gehen erstmal runter. So, ich will die Kiste haben. Was haben wir drin? Na komm, weg mit diesen scheiß Bomben. Ist nur schade, dass man die Gegenstände einfach nicht verkaufen kann. Da könnte man nochmal ein bisschen Geld ranholen. Ja, hier ist nichts. Der Raum ist im Prinzip gleich. Aber nur, dass sich einige Mechanismus hier auch bewegen. So, hier runter. So. Ah, Mist, habe ich einen Fehler gemacht. Es war auch eh zu langsam. So, wie komme ich da ran? Wo muss ich überhaupt hin? Hier rüber. Jetzt bin ich wieder in Ausgangsposition, ich Depp. Oh, Leute, ey. Da drüben muss ich hin. Nee, ich kann das nochmal neu machen. Ah, Leute, Leute. Vielleicht pfeife ich auch einfach auf die Kiste. Weil so nötig haben wir es, glaube ich, auch wieder nicht. Ah. Jawohl. Ja, komm, lass mal die Kiste Kiste sein. Scheiß drauf. So. Da hinten. Aber wir kommen ja ganz rum, ne? Okay. Da ist eine Kiste. Eine stabile Kiste. Nein, 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 nein. Oh. Fuck. Ne, mit euch will ich nicht kämpfen. Könnt ihr knicken. Oh, ey. Das ist halt so ein Ding hier, das. Ich glaube, diese Dinger lassen sich auch nicht anvisieren. Nee. Oh, Alter. Ein Schritt und man liegt unten. Gott sei Dank sterben wir hier nicht. Gibt genug Spiele, wo man runterfallen kann und dann bist tot, nochmal nur von vorn. Geweih. Hätte ich mir sparen können. So. Ah, du zeigst hier rüber. Ah, da drüben ist nochmal eine Kiste, aber habe ich ehrlich gesagt kein Interesse, die jetzt zu holen. Gehen wir mal hier durch. So,
sind wir jetzt wieder zurück. Ich gehe nochmal zurück. Also, es verwirrt mich jetzt ein bisschen. So, wo ist hier unser Pfeil? Zeigt er hin. Zeigt hier hin. Aber hier bin ich doch durchgekommen. Ah, da drüben. Ach ne, die Kiste hole ich jetzt nicht. Kommen wir überhaupt darüber? Ja, ja, ja. Oh, ja. Oh, da sind wir doch wieder in einen neuen Raum. Das Uhrwerk hinter uns gelassen. Haben wir hier irgendetwas? Nix. Gar nichts. Der Weg hier unten ist völlig sinnlos. Hier muss doch noch irgendwas sein. Und zwar hier. Elektro. Nehmen wir mit. Da ist auch noch eine. Ja, komm. So. Ja, das kann. Das ist immer ein bisschen problematisch. Hey, spring doch mal von der Wand, Junge, du Hirte. Alter, ey. Können wir was versuchen? Nee. Ich muss versuchen, so drauf zu springen. Alter, Naruto, tu dir nicht so doof, Alter. Das ist halt das Problem, wenn solche Dinger hier sind, ey. Ich habe nie wirklich gelernt mit diesem Sprung hier. Ach, weißt du was? Leck mich hier. Ich habe keine Geduld heute hier für solche. Ohne Scheiß, heute ist wirklich so. Nee, weil ich nämlich weiß, ich muss morgen wieder in die Schule und da eigentlich gar keinen Bock habe. Oh. What's wrong? Let's get this thing home already. Doesn't that puppet over there seem suspicious to you? But those are just spare parts, right? I mean, this is a puppet factory. Yeah, could be. But we should check just in case. Sometimes you can be too cautious. A trap. Must be a backup safety precaution in case intruders make it this far. A way for the clan to take out both intruders and bandits at once. Mal wieder gegen Marionetten kämpfen. Naja, wir haben es ja bald geschafft, Leute.
So, 35 von den Typen killen. Aber zumindest geben die eine Menge Erfahrung. Hier. Egal wer hier reinkommt. Hier. Alter, hier. Kommt, nimmt. Ihr mit euren scheiß verfickten Sprungangriff hier. Oh, ey. Kommt her. Leute, ey. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Liegt eigentlich daran, dass ich gestern extrem viel aufgenommen habe. Alter, ey. Noch 20 von diesen Heinis. Ach man, meine ganze Erfahrung fliegt hier runter hier. Alter, hier. Ja, ich kriege auch kaum Schaden. Ist einfach nur geil. Ich könnte zwar den Rage-Modus jetzt anmachen, aber den will ich mir jetzt nochmal aufbewahren. Weil ich glaube, im nächsten Abschnitt kommt dann, also im nächsten Kapitel, also im nächsten Part, kommt dann schon, ich glaube, ein Bosskampf, wenn ich mich nicht irre. Na, wo sind die nächsten? Hier, ja. Marionetten, ihr seid nicht, ihr lebt noch nicht mal. So. Noch 11 Stück. Komm, steh auf hier und kämpf wie ein Mann oder Marionette. Da bin ich jetzt gleich mal gespannt, wie viel Erfahrung wir kriegen. Na, wo bleiben die nächsten? Traut euch wohl nicht. Oh, ey, das ist hier Massenschlägerei, ey. Boah. Alter, hier. So, ich glaube hier verlier. Genau. Es gibt hier Rasengan. Mit dir. So. Der letzte. Jetzt ist aus. 1206. Das ist doch mal sehr schön. Und 90 Geld haben wir bekommen. Nicht zwar sehr viel, aber immerhin was. Destroy the orb, right here and now! That way, the Master Puppet can never be revived! Yeah. That may be true, Naruto. But
we should bring it back to the village first, to be analyzed. Hey! Rasengan! Ah! Naruto! What just happened? Just hurry up and grab it! Got it! Disappeared! Naruto... Why do you think I told you we needed to analyze it first? Great! All that work, right out the window. I'm sorry, you guys. Please forgive me! How are we gonna report this? And what was that we just saw? It was as if the Spirit Orb itself was alive. Jetzt noch schnell zurück ins Dorf und Bericht erstatten. Wir haben die Kugel verloren. Naruto hat mal wieder überall zu schnell gehandelt, als, ja, man kennt es ja auch nicht anders von Naruto, wer die Serie verfolgt oder den Manga liest. Sehr oft tritt der ins Fettnäpfchen. Aber es gibt auch, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, schon in den vorherigen Parts, man kann aus keinem Zufallskampf fliehen. Also es gibt keine Möglichkeit. Es sei denn, ich kenne sie nicht und ihr draußen solltet sie kennen, dann könnt ihr sie jederzeit in die Kommentare schreiben. Was ist her mit der Tugend? Aufs Maul. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht so viele Zufallskämpfe, denn das beeinträchtigt, wie gesagt, mein Upload. Hier wieder kleine Fische. Irgendwann werden wir auch auf Marionetten mal wieder treffen. Und dann dauert der die Kämpfe auch mal wieder um einiges länger. Ja, komm, Schluck. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wegdrücken, aber es ist Reflex. Aber die geben ja eh nicht so viel, daher ist es nicht so schlimm. Gesundheit und Chakra wiederhergestellt, aber erstmal geht's zum Levelaufstieg. Das ist mir wichtig. Damit lässt sich Ninja Verteidigung. Nee. Taijutsu Angriff. Da brauchen wir. Was machen wir? Ninjutsu. Machen wir Ninjutsu. Und haben immer noch genug. Und machen Verteidigung. Naruto wird immer stärker und stärker. Ich gehe noch schnell ins Geschäft, weil so viel Zeit muss sein. Ist ja schließlich mein Video und mein Kanal. Hier kann ich alles so machen, wie ich es möchte. Vielleicht habe ich jetzt... Nee, ich glaube, es reicht immer noch nicht. Geweih gibt, wie gesagt, nicht so viel. Wir brauchen mindestens 30.000 oder so. Wie ich das noch in Erinnerung habe. Oder 3.000. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch egal. Should be destroyed! And
What kind of idiot unleashes the Rasengan at a time like that? I'm sorry, but... What? Naruto really does have a point. Just securing the Spirit Orb won't solve the root of the problem. Even if it's protected properly, it might fly off again. If that's the case, we should destroy it or weaken its power somehow. I suppose you do have a point. So be it. For now, we must focus on finding the orb again. When we do, a research team can figure out how to destroy it. Grandma Tsunade! I'm gonna fix this! I swear I'll get that orb back! Your determination is admirable. However, instead, we've got a tough mission lined up for you as punishment. What?! What did you expect? Now go reflect on your actions. Man, that's so not fair. Naruto in der Serie sagt dann dauernd, oh, ich will eine schwierige Mission haben. Dann kriegt er eine und dann ist er irgendwie doch enttäuscht. Gar nicht so Ichirakus Nudelhaus gehen und sich hier mit Nudeln vollstopfen. Nee, haben wir schon gespeichert. Aufsteigen brauchen wir nicht. So, Leute. Das war mal wieder eine Überlänge-Part. Deswegen werde ich jetzt hier den Part beenden. Bleibt sowieso nichts anderes übrig. Deswegen haut rein und ciao.